Moin Leute, willkommen zurück bei einer weiteren Runde Need for Speed Most Wanted. Was haben wir jetzt vor? Das ist die Frage. Ich würde ja ganz gerne immer noch das Rennen packen für den Nitro-Brenner. Nur, ich wage es irgendwie zu bezweifeln, dass ich den Nitro da bekomme. Aber ich muss es einfach nochmal probieren, weil der ist einfach sowas von wichtig. Und wir haben jetzt auch noch knapp 60.000 Punkte oder 50.000, bis wir den nächsten Most Wanted herausfordern können. Und den würde ich gerne mit dem Lexus herausfordern, denn der hat ja schon ordentlich Power. Aber dass die Aufgabe für den Nitro-Brenner oder für das, ja, für den Nitro oder das Nitro, wie auch immer, ist relativ schwer. Für mich. Aber vielleicht packen wir das ja dieses Mal mit der Durchschnittsgeschwindigkeit. Toi, toi, toi. Und falls müssen wir dann eben erstmal andere Sachen machen, um unsere Durchschnittsgeschwindigkeit zu erhöhen. Aber drücken wir jetzt einfach mal die Daumen, dass wir das schaffen. Und wieso? Fahndungslevel natürlich. Aber wir müssen einfach nur einmal einigermaßen unfallfrei hier durchkommen. Eigentlich komplett unfallfrei. Und dann haben wir auch die Nitro-Brenner. Aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Und irgendwie habe ich gerade... Na, es war so klar. Es war so klar. Ich habe den da links fahren sehen und dachte so... Oh, oh mein Gott. Ich bin schon fast wieder so weit, dass ich sage, ich sollte das einfach nochmal probieren. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Aber wir sind jetzt gerade mal bei 188er Durchschnittsgeschwindigkeit und die Polizei ist uns auch schon wieder ordentlich auf den Fersen. Ich würde eigentlich spontan sagen, dass wir das... Wir müssen das nochmal probieren. Neuer Versuch, das tut mir leid. Aber wir brauchen eben unsere 209 km/h und unsere Bestleistung ist 203. Was nicht gerade so weit entfernt ist. Also das sind letztlich nur 6 Kilometer. Stunde. Und vielleicht sollten wir dieses Mal dann einfach mal unfallfrei hier durchkommen. Drücken wir die Daumen. Und los geht's. Oh, der Drift ging doch eigentlich ganz gut von der Hand. Aber wir müssen komplett unfallfrei hier durch. Anders ist es überhaupt nicht möglich. Und dann, hoffen wir mal, dass die Polizei uns einigermaßen in Ruhe lässt. Auch wenn sie jetzt hier schon wieder hinter uns her ist. Müssen wir jetzt ein bisschen rechts an ihm vorbei. Wunderbar. Da dachte ich wirklich schon wieder, dass wir ihn crashen. Auch ein Komm schon. Nur ein fehlerfreies Rennen. Das muss doch im Bereich des Möglichen liegen. Ich hoffe, jetzt kommt hier wieder kein Van von der Seite. Nein, Glück gehabt. Bis dato sieht das alles noch sehr, sehr gut aus. Kleiner Drift. Doch, das sieht doch gut aus. Wir haben jetzt auch nur noch letztlich 1,5 Kilometer vor uns. Ich versuche mich hier jetzt wirklich, so weit es geht, zu konzentrieren, dass das letztlich hinhaut. Es geht nur noch geradeaus. Wenn wir jetzt keinen Crash mehr bauen, dann schaffen wir das. Komm schon. Vorne ist das Ziel. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Strike! Ja! Das hat doch wunderbar funktioniert. Wir sind sogar weit über der Vorgabe ins Ziel gekommen. Das heißt, wir haben jetzt endlich unseren Nitro-Brenner. Wow! Also daran habe ich ja fast schon gar nicht mehr geglaubt, dass wir das hier unfallfrei hinbekommen. Und ich muss jetzt so im Nachhinein sagen, so schwer war das doch gar nicht. Aber das ist nachher natürlich immer leichter gesagt. So, und wir gucken mal, was wir hier als nächstes machen können. 2,7 Kilometer oder 5,2. Nee, dann nehmen wir mal das Leichtbauchassis, Zielpunkt festlegen. Und dann geht's jetzt mal los hier mit unserem Lexus LFA. Ist auch ein sehr, sehr schönes Auto, aber das ist ja wie so oft reine Geschmackssache. Viele, sieht natürlich relativ futuristisch aus, würde ich mal sagen. Boah, und da bin ich jetzt doch glatt an dem Checkpoint in Anführungszeichen vorbeigefahren. Und wie gesagt, es gibt Leute, die stehen eher auf diesen klassischen Look und können gar nichts
Hä? Wo kann ich denn hier rechts hin? Ist es da unterirdisch? Und ist da ein Tunnelausfahrt? Ach, wahrscheinlich auf der rechten Seite. Natürlich, das ist natürlich sehr schön. Ach, jetzt. Jetzt verhedder ich mich hier aber völlig. Dann fahre ich jetzt einfach hier längs. Wow, und hier ist eine Einbahnstraße scheinbar. War kein Problem für uns. Scheinbar doch ein Problem für uns. Ah, herrlich. Ich glaube, wir haben noch nie so lange gebraucht für letztlich 2,7 Kilometer. Aber nun gut. Da vorne war nochmal ein schweres Rennen. Aber die versuchen wir erstmal zu umgehen. Vielleicht kriegen wir sogar die benötigten Punkte schon aus diesen zwei mittleren Rennen raus. Also ich meine, wir brauchen noch knapp 50.000, glaube ich. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht ganz genau, wie viel das Rennen, was wir gerade gefahren haben, uns an Punkten eingebracht hat. Nutzen wir mal hier die Sprungschanze. Haben leider das Schild nicht erwischt. Zack. Ja, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? So, was haben wir denn hier? Ein Hinterhalt. Oh, oh. Das heißt, wir müssen flüchten. Da, genau. Okay, es hat uns knapp nur 5.000 Punkte gebracht. Aber hier pro Rennen 12.000 Punkte. Sofern wir Erster werden. Jetzt geht's los mit dem Jump von dem Dach und schüttel die Cops ab. Wie lange haben wir Zeit? 2 Minuten und 30. Das wird uns wahrscheinlich wieder ein paar Nerven kosten. Aber mal schauen. Vielleicht kriegen wir das diesmal ja besser hin. Dann fahren wir einfach mal hier schön ins Fairhavener U-Bahn-System. Obwohl, es war wahrscheinlich einfach nur so eine kleine Brücke. Wir haben ja noch einen hinter uns. Ja, ich hätte vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Autobahn fahren sollen. Obwohl... Sieht gar nicht so schlecht aus, aber sobald uns da einer von vorne entgegenkommt, war es das schon wieder genau. Und hier ist schon eine Straßensperre und ich... Ja, komm. Erstens, ich hab die doch kaum gecrashed. Jetzt bin ich hier schon wieder völlig am Sack. Ah, hier rechts hätte ich ganz easy vorbeifahren können, aber das habe ich so schnell nicht gesehen. Dann zerstören wir hier mal das schöne Beware-Zeichen. Er fliegt ordentlich durch die Luft, er hält nicht an. Oh, nicht dagegen, ach komm. Ah, und das ist die Polizei schon wieder und möchte uns gerne festnehmen. Wir haben jetzt noch 1 Minute 15 Zeit. Das könnte wieder mehr als eng werden. Vor allem, weil... Ach, ich bin jetzt einfach wieder zurückgefahren. Oh, hoffentlich komme ich hier gut durch. Jawohl. Wir bräuchten hier schon ein kleines Wunder, dass wir das noch schaffen. Die Polizei ist uns wieder ziemlich dicht auf den Fersen und ich sehe hier auch momentan keine Möglichkeit, hier irgendwie abzukürzen und links. Wunderbar. Und jetzt hier, da ist uns aber noch einer auf den Fersen, das sieht man unten links auf der Karte sehr gut. Ah, da dich rechts. Komm hier. Komm schon. Oh, snap. Der hat uns aber ordentlich getroffen. Jetzt bloß weg hier. Aber ich würde sagen, wir probieren das Ganze einfach nochmal. Denn der Start sah nicht schlecht aus. Bloß der Punkt, wo wir dann letztlich auf die Autobahn gefahren sind, war ein grober Fehler. Denn dort haben wir dann ja letztlich kaum Möglichkeiten zu entkommen. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwo eine Straßensperre auf uns wartet. Dieses Mal werden wir versuchen, da vorne... Na, komm schon, fahr dagegen. Und ich
Guck mal, das verstehe ich nicht. Wir waren jetzt zum Beispiel auch relativ schnell, aber wir wurden nicht ausgeschaltet. Also da vorhin bei der Straßensperre, wo ich die so seitlich angefahren habe, da wurde ich dann auf einmal, wurde ich dann gecrashed sozusagen. So, hier ist wieder eine Straßensperre. Da drehe ich aber mal um. Okay, wenigstens bin ich gecrashed. Zumindest nicht nach der Definition von Need for Speed. Ich würde gern wissen, welcher Algorithmus dahinter steckt. Oder welches Schadensmodell letztlich. Wow. Ja. Ich bekleckere mich mal wieder nicht mit Ruhm, aber jeder, der mein Need for Speed Let's Play schon etwas länger verfolgt, müsste. Für den müsste das nichts Neues sein. Aber vielleicht haben wir jetzt, und da vorne ist eine Straßensperre. Wir müssen jetzt hier letztlich auf den Highway. Aber die sind uns schon wieder sowas von dicht auf den Fersen. Dann hier einfach wieder runterfahren. Und da kommen wir auf eine Baustelle. Wunderbar. Aber da sind uns schon wieder, wow, drei ordentlich auf den Fersen. Nein, oh, da habe ich den Baum. Ah doch, das ging doch relativ gut. Schaffen wir das, wenn wir den wenigstens mal noch irgendwie abschütteln könnten. Aber der ist sowas von dicht an uns dran. Und der gibt jetzt wahrscheinlich wieder die Info, irgendwo eine. Nein, eine Straßensperre zu errichten. Wir haben jetzt gerade nochmal 40 Sekunden Zeit. Schnell hier rein, aber das wird uns auch nicht mehr viel bringen, obwohl. Komm schon. Wenn ich jetzt hier rechts rumfahre. Nein, und dann geht's hier gerade. Ach, Mann. Also da fehlen einem noch so die letzten 10%. Sorry, Leute. Ich möchte das unbedingt schaffen. Ich möchte gerne einen vollgetunten Lexus haben, um letztlich gegen den McLaren zu fahren. Und wir müssen das einfach schaffen. Geht kein Weg dran vorbei. Das können wir jetzt hier auch mal überspringen. Was ist, wenn wir hier einfach mal gleich am Anfang nach rechts fahren, statt da runter zu springen? Jetzt zünden wir nochmal das Intro. Fahren hier. Oh, das war mal ein schöner Drift. Der hat mir wunderbar gepasst. Oh. Mensch. Wir sind jetzt hier gelandet. Ach, der kommt uns auch frontal entgegen. Also dieses Areal ist eigentlich schon fast perfekt für das Loswerden der Polizei, aber. Oh, warte mal. Wenn wir das jetzt hier geschickt anstellen, komm schon. Ah, die sind so schnell. Komm schon. Gas. Fluchtphase. So, ich glaube, dass wenn wir jetzt hier in den Tunnel reinfahren, die kommen noch niemals darauf, dass wir in dem Tunnel sind. Oh, komm schon. Nein, da kommt hinter mir einer. Oh, und der fährt auch vor mir. Ey, das gibt's noch nicht. Das ist sowas von frustrierend. Natürlich auch ein bisschen Ehrgeiz dahinter steckt. Koordiniere Neuorganisation. Jetzt gebe ich einfach Gas und fahre einfach geradeaus. Um völlig aus eurem Blickfeld zu verschwinden. Oh nein. Aber hinter mir ist auch schon wieder einer, der kommt verdammt schnell auf mich zu. Und jetzt bitte keiner mehr von vorne. Bitte. Oh nein, da kommt einer von der Seite. Und einer von vorne. Kommt schon, gib Gas. Ja! Strike! Ja. Oh Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ey, das packe ich nicht mehr. Wir werden jetzt hier 5 Parts damit verbringen, hier von der Polizei wegzufahren. Aber das ist doch wunderbar letztlich gelaufen. Wow. Und da fahren wir gleich in den Typen rein. Gucken wir doch mal, was wir jetzt gleich als nächstes machen können. Oh Mann, wunderbar. Jo, Verdächtiger ist weg. Und Verdächtiger möchte jetzt gerne das nächste Rennen starten. Und zwar Redshift. 5,3 Kilometer. Da cruisen wir doch jetzt mal flink hin. Und direkt neben uns wäre auch ein schweres Rennen noch gewesen, aber ich denke, das sollten wir erstmal ignorieren. Vorne links wäre auch noch ein Auto. Wow. Konzentration auf die Straße.
Ach komm. Dafür muss ich jetzt sagen, kann ich mal ausnahmsweise nicht. Also ich hätte ja praktisch hell sehen müssen, um diesen Lastwagen noch mitzubekommen. Also zu wissen, dass der da gerade rumfährt. Ich muss sagen, mir gefällt das unheimlich gut, wie der Spoiler jedes Mal hinten rausfährt, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht. Keine Ahnung, ich mag solche kleinen Details. Also das finde ich immer extrem cool. Deshalb finde ich das auch sehr, sehr schade, dass es kaum Tuning-Möglichkeiten gibt. Vor allen Dingen in puncto auch Aussehen. Und das ist wirklich schade. Ich weiß nicht, ob sie das einfach nicht dürfen, weil sie alle Wagen hier komplett lizenziert haben. Das Problem war ja teilweise mal bei Gran Turismo, dass es zu viel gekostet hätte. Ich weiß nicht mehr, da gab es auf jeden Fall einen kleinen Streit zwischen den Gran Turismo-Machern und ein paar Autoherstellern. Aber das ist auch schon verdammt lange her. Das war, glaube ich, noch die Gran Turismo-Teile für die PS2. Und ein kleiner Crash. Ach komm, ich finde der LFA, der geht schon ganz gut ab. Vor allem lässt er sich relativ gut steuern. Also ist wesentlich direkter als so manch anderes Auto. Und wenn wir das vielleicht sogar noch schaffen, hier gleich die Aufgabe zu erfüllen, dann haben wir vielleicht sogar auch eine Chance, mal ein Rennen in schwer zu packen. Aber erstmal müssen wir das ja auf Mittel schaffen. Also Step by Step, alles nacheinander.